Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen uns heute hier wieder zu unserem schon traditionellen Talk Die Linke und in Corona-Zeiten. Diesmal zum Thema Fleischindustrie und Corona. Ich habe mir diesmal eingeladen Dr. Peter Birke. Der kommt hoffentlich noch direkt rein. Ah, da ist er auch schon. Und Camilla Chiellini. Sie ist im Landkreis aktiv und sie ist auch Sprecherin der Linken im Kreis Gütersloh. Vielleicht vorab, Camilla, du bist gerade in Gütersloh. Bist du gerade unter Quarantäne? Nein, ich bin nicht unter Quarantäne. Erstmal schönen guten Abend, Jörg, und schönen guten Abend an alle Beteiligten und an alle Zuhörer. Chiellini spricht sich mein Name aus, ist okay. Nicht so schlimm. Und ich bin stellvertretende Kreissprecherin hier der Linken in Gütersloh. Und bin auch im Vorstand, also Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutz. Ja, schön, dass jetzt, du da bist. Schön ist auch, dass Peter Birke jetzt noch mit dabei ist. Peter ist wiederum am Soziologischen Forschungsinstitut in Göttingen. Er forscht dort zu Arbeits- und Migrationsverhältnissen. Und was hat das mit Fleischindustrie zu tun? Natürlich ganz viel, denn Corona ist zurück. Es sind etwa 1500 Beschäftigte des Unternehmens Tönnies positiv auf Corona getestet worden. Ein ganzer Landkreis leidet quasi unter den Machenschaften dieses Fleischkonzerns. Über 7000 Menschen sind in Quarantäne. 350.000 Menschen sind wieder im Lockdown. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, NGG, sagt, in der Fleischindustrie werden seit 20 Jahren Werkverträge missbraucht. Das sei ein krankes System. 80% der Belegschaft sei aus den Kernbereichen in Werkverträge ausgegliedert worden. Wir werden also über zwei Dinge sprechen. Zum einen über die Frage des Konsums und zum zweiten müssen wir auch über Frühkapitalismus, Arbeitsverhältnisse und was wir dagegen tun können, reden in Zeiten von Corona. Ehrlich gesagt, meine erste Frage an Peter, hättest du dir sowas denken können, dass sowas passieren würde, wie jetzt in Gütersloh? Ja, klar. Also ich meine, wir beschäftigen uns ja im Soziologischen Forschungsinstitut seit ein paar Jahren mit der Fleischindustrie und, sagen wir mal, ähnlich gelagerten Sektoren, die auch moderne Ausbeutungsverhältnisse bieten. Und in der Fleischindustrie gab es eigentlich ja schon immer, also das braucht man eigentlich, das kann man überall nachlesen, im Grunde genommen auch in Beschreibungen der Firmen, schon immer solche Skandale. Es gab TBC-Fälle vor ein paar Jahren zum Beispiel, sogar mit Toten. Die Bedingungen in den Unterkünften und auch in den Betrieben selbst sind bekannt schlecht. Das betrifft auch vor allen Dingen den Gesundheitsschutz und die Arbeitsbedingungen im Sinne von physischer und psychischer Vernutzung. Und Tönnies ist ja eigentlich nur der Höhepunkt von einem Skandal, der erstens eigentlich lange vor Corona angefangen hat und zweitens sich während der Corona-Krise aber auch umfangreich entwickelt hat. Es gab ja ähnliche Entwicklungen auch in der Landwirtschaft. Es gibt die Masseninfektion bei Amazon und natürlich nicht zuletzt in der Fleischindustrie. Es fängt in Coesfeld an, hört auch nicht mit Tönnies auf, sondern gestern ist ja auch bekannt geworden, dass ein Betrieb in Essen, der vermutlich zu Dennis Crown gehört, also nicht zu Tönnies, auch Masseninfektionen sieht. Also das hat eindeutig aus meiner Sicht einen erwartbaren Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und dem Infektionsgeschehen. Und eine Sache muss man da vielleicht mal ganz klar sagen. Social Distancing ist ein Konzept, das letztendlich davon ausgeht, dass jeder sich selbst schützen kann, dass jeder selbst verantwortlich ist und so weiter. Und das ist insofern auch ein bürgerliches Konzept, weil wer einen Garten hat und eine Ferienwohnung und einen Job als Akademiker mit Homeoffice, ist da natürlich eindeutig im Vorteil. In solchen Betrieben wie in der Fleischindustrie und in den genannten anderen Sektoren ist Social Distancing einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Und die Betriebe haben auch so eine Mentalität, dass es ihnen traditionell eigentlich auch egal ist, wie ihre Arbeitskräfte vernutzt werden. Das haben sie vielfach bewiesen, nicht erst jetzt. Und von daher ist es natürlich nicht überraschend. Jetzt verstehe ich dich nicht, Jörg. Du musst dein Mikro anschalten. Nee, ich auch nicht.
Hörst du mich? Du hast von Arbeitsbedingungen gesprochen und von extremer Vernutzung von Menschen. Ist es ein politischer Prozess der letzten Jahre gewesen, so scheint mir. Was waren denn daran die Meilensteine für so eine Deregulierung? Und was ist da der aktuelle Stand? Ich habe gehört, jetzt immerhin hat Hubertus Heil angekündigt, er würde da Verbesserungen durchsetzen. Wie ist der Stand? Ja, was man vielleicht wissen muss, ist, dass die Fleischindustrie ist eine boomende Industrie, ist auch eine moderne Industrie. Alle Betriebe, die wir während unseres Forschungsprojekts gesehen haben, sind hochmoderne Betriebe, die nicht frühkapitalistisch sind, sondern die eine sehr erweiterte Technologie haben und die in den letzten Jahren sowohl ökonomisch als auch von der Produktionsmenge her total expandiert sind. Das liegt unter anderem daran, dass die Arbeitskraft in Deutschland so billig ist, dass Betriebe wie Vion aus den Niederlanden oder Danish Crown eben bereits erwähnt aus Dänemark, wo es Tariflöhne gibt, die doppelt so hoch sind ungefähr wie in Deutschland, nach Deutschland gewandert sind, insbesondere so in diese Region zwischen Oldenburg und Osnabrück, Kloppenburg, Vechta. Das sind Regionen mit einem in den letzten Jahren hohen Wirtschaftswachstum. Es hat auch nicht nur die Fleischindustrie selbst davon profitiert, das muss man eben auch sagen, sondern es gibt auch eine lokale, sagen wir mal, Mittel- bis Oberschicht, die davon profitiert. Und die Deregulierung, wie du das nennst, Jörg, das ist im Grunde genommen die Voraussetzung für diesen Boom. Also dieser Boom funktioniert im Grunde genommen nur auf der Grundlage dessen, dass es billige Arbeitskraft gibt. Und diese billige Arbeitskraft wird eben im Grunde genommen zu 90% bis 100% aus Migration, zunächst mal aus Polen, dann später aus Rumänien und Bulgarien und jetzt immer stärker diversifiziert. Wir haben jetzt auch ziemlich viele Flüchtlinge interviewt, also Leute, die Staatsbürgerschaften aus Drittstaaten haben, konstituiert. Und genau, das ist einfach wichtig zu wissen, dass es Boomregionen sind, dass es moderne Betriebe sind. Es gab verschiedene Regulationsversuche in den letzten Jahren, weil die Ausbeutung eigentlich immer sichtbar war. Unter Sigmar Gabriel zum Beispiel wurde das System der Ausbeutung der Fleischindustrie auch schon angegriffen. Und dabei rausgekommen ist so eine Art Standortsicherungsvereinbarung oder im Grunde genommen Selbstverpflichtung der Fleischindustrie, in der auch schon geschrieben steht, dass weniger Werkverträge verwendet werden sollen. Und dass es wurde ein Mindestlohn zum Beispiel, der allerdings unter dem allgemeinen Mindestlohn lag, tarifiert und dann für allgemeinverbindlich erklärt. Das alles hat nicht dazu geführt, dass die Ausbeutung nachhaltig verändert worden ist oder diese Ausbeutungsstrukturen nachhaltig verändert worden sind. Und ich glaube halt jetzt dieser Schritt des Verbots der Werkverträge und übrigens auch der Arbeitnehmerüberlassung wäre ein wichtiger Schritt nach vorn und würde wahrscheinlich tatsächlich die Grundlage dieses Systems angreifen, würde er denn so durchgesetzt, wie das jetzt im Moment deklariert wird. Camilla, wie ist das, wenn in Gütersloh dann also die Politik eingreift? Es ist ja so, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, haben die da reagiert? Und ich glaube, eine kleine Petitesse am Rande, ich meine, Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, das ist sein Wahlkreis. Weiß der davon? Ja, das ist nicht nur sein Wahlkreis, der ist aus Reda-Wiedenbrück, ne? Und das ist also sein Heimatort. Und nicht nur das, wir haben hier Sven-Georg Adenauer als Landrat. Und das macht die Sache natürlich für uns umso schwieriger. Wir haben 2017 das Bündnis gegen die Tönnies-Erweiterung gegründet, was ja mittlerweile auch sehr bekannt ist. Anlass war eben ein Erweiterungsantrag von Tönnies von 26.000 Schlachtungen am Tag auf 30.400 und nach anderthalb Jahren wirklich im Kampf, trotz mehr als 100 Einwendungen, 15.000 Unterschriften und Belege, dass die Ems hier verseucht ist mit multiresistenten Keimen, das konnten wir belegen. Und ist also der Antrag dann abgelehnt worden, beziehungsweise Tönnies Antrag genehmigt worden. Und eine Umweltverträglichkeitsprüfung abgelehnt worden. Das heißt, sie wurde also mit einer Vorprüfung abgeschmettert. Ja? Und da sehen wir natürlich ganz klar die Verbindungen zu dem, ja, in diesem CDU
regierten Kreis. Ja? Sven-Georg Adenauer verkauft seine Gurken im Tönnies Werksverkauf. Ne? Der hat so eingelegte Gurken und die verkauft er da. Also wir können hier schon ganz klar sehen, dass es hier Verbindungen gibt. Tönnies hat das hier geschafft, eben das, was der Peter auch gerade erklärt hat, den modernsten Schlachthof Europas zu bauen. Das ist aber sozusagen dieses typische Saubermann-Image. Ja? Das ist nach außen hin, ist das modern. Und da hat er da auch ein Schild, schone die Kreatur und so weiter. Man muss aber ganz klar eben auch mal sagen, wie kann man von jemandem, der irgendwie 20 Millionen Schweine pro Jahr tötet oder töten lässt, Empathie erwarten für Menschen? Die Frage, die muss man sich mal ganz klar stellen. Und denn am Ende ist da wirklich, wenn man die ganzen Bedingungen hier sich anschaut, wie die Menschen hier leben und wie eben auch Kinderrechte missachtet werden. Ja, das haben wir alles in den 60er Jahren schon mal gehabt, als die große sogenannte Gastarbeiterwelle nach Deutschland kam. 1960 und die Kinder immer von Oma und Opa zu Tante und dann wieder zu den Eltern geschoben wurden, das wiederholt sich hier alles. Und die Kinder haben überhaupt keine Lobby, ja. Die sind letztendlich die, die das Nachsehen haben. Und das passiert alles wirklich nur, um die Profite so groß und so hoch wie möglich zu fahren. Mehr als 50% wird hier exportiert. Und es ist wirklich so, dass koste es, was es wolle, es muss halt einfach durchgezogen werden. Und das passiert hier wirklich so im Kreis Gütersloh. Peter, Camilla hat jetzt schon gerade angesprochen, die Frage der Fleischindustrie ist immer auch eine Frage der Migration, ist immer auch eine Frage der Arbeitskräfte, die zu billig und Billigstlöhnen da arbeiten. Du hast angesprochen, es gibt einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, der unter dem Mindestlohn liegt. Als Arbeitsrechtsanwalt weiß ich, 9,35 Euro ist der Satz gerade. Wie ist der denn jetzt eigentlich bezüglich dieser Billiglöhner? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Was ist aber trotzdem der Grund, weshalb diese Arbeiterinnen und Arbeiter dort bei Tönnies arbeiten? Also den Tarifvertrag gibt es nicht mehr, der ist ausgelaufen, letztes Jahr, glaube ich. Der lag etwas unter dem, also das war eine Übergangsregelung, die etwas unter dem allgemeinen Mindestlohn lag. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der Frühphase dieses Covid-19-Skandal, dieser Pandemie, gab es ja die Auseinandersetzung um die Infektion in Coesfeld. Da hat Clemens Tönnies jetzt 12 Euro Mindestlohn angeboten für alle Arbeiter. Es war so ein populistischer Vorschlag, der genau diese Diskussion eben abwürgen sollte über die Arbeitsbedingungen. Man muss sich eine Sache, glaube ich, klar machen, die ist, dass die formale Lohnhöhe in der Fleischindustrie nur bedingt verbindlich ist. Also es gibt im Moment gar keinen Flächentarifvertrag. Es gibt relativ stark lokale Regelungen, aber vor allen Dingen ist die Ausbeutung so strukturiert, dass die Leute extensiv lange arbeiten müssen. Wir haben ungefähr 50 Interviews mit Beschäftigten geführt und auch Gewerkschafterinnen, Leuten aus Beratungsstellen seit 2017. Und eigentlich seit 2017 hat sich das aber auch nicht groß verändert. Und auch in den Interviews, die wir jetzt gerade führen, hat sich das nicht groß verändert. Da wird nämlich überall berichtet, dass am Anfang erstmal Arbeitszeiten so, also der Klassiker ist eine 7-Tage-Schicht mit durchaus auch dann also Nachtschicht dabei, die jeweils 10 bis 12 Stunden dauert. Also unglaubliche Verstöße gegen Arbeitszeitgesetze. Dann gibt es einen Unterschied immer zwischen der formalen Lohnhöhe und dem informell gezahlten Lohn. Es gibt alle möglichen Abzüge in diesem Bereich, die die Werkvertragsunternehmen vornehmen. Zum Beispiel für Werkzeug, zum Beispiel für Fahrtkosten. Bekannt sind ja diese überteuerten Wohnungsunterkünfte, also ein Bett in einem Vierbettzimmer und mehr für 200, 250 Euro und so weiter. Das führt eigentlich alles dazu, dass der formale Lohn, der informelle Lohn weit auseinanderfällt. Es gibt durchaus Widerstand dagegen. Die Verhandlungssituation der Arbeiterinnen und Arbeiter hat sich in den letzten Jahren auch verbessert.
Da kommen wir vielleicht ja nachher nochmal zu. Es gab schon relativ viele Streikaktionen, die aber relativ stark, also relativ wenig beachtet worden sind in den letzten Jahren. Da haben wir also auch viel gefunden, weil es in der Tendenz auch einen gewissen Arbeitskräftemangel gibt. Und deswegen kann der Tönn jetzt auch 12 Euro anbieten. Damit meint er aber genauer, wenn man es genauer, wenn man jetzt genauer hinsieht, meint er 12 Euro für seine entscheidenden Arbeitskräfte. Es ist nämlich durchaus nicht so, dass das nur Arbeit ist, bei der man nichts kaputt machen kann. Also in der vor allen Dingen in der Schlacht und Zerlegung, in der Grobzerlegung kann man durchaus auch Werte zerstören. Und deswegen haben die schon auch das Interesse, Arbeitskräfte zu binden und denen relativ hohe Löhne zu zahlen. Vermutlich ist das der Vorschlag, dass so ein System etabliert wird mit ein paar Arbeiterinnen und Arbeitern, vor allen Dingen Arbeitern, vor allen Dingen Männern, die leidlich bezahlt werden und bei Aufrechterhaltung des eben skizzierten restlichen Systems. Also oder zusammengefasst, Jörg, auf deine Frage, also das Entscheidende in der Fleischindustrie sind gar nicht mal so sehr diese formellen Regelungen, sondern die informellen Formen von teils auch grob illegaler Arbeitsausbeutung, die jenseits von solchen Regelungen wie denen, die das Arbeitszeitgesetz oder der Mindestlohn vorsieht. Du sprichst davon, dass es so eine Art Zweiteilung sich entwickelt zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeiter. Also bekannt ist ja das Messergeld, was es früher gab, wonach für extrem überteuerte Preise diese angebliche Messer bezahlt werden musste, womit dann der Arbeiter sein Werkzeug eben selber bezahlt. Jetzt gibt es die Information von Betten, die für 400 Euro quasi vermietet werden zu extremen Löhnen, extremen Kosten, die dann letztendlich ja auch vom Lohn abgezogen werden. Camilla, wie habt ihr Verbindungen zu solchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitern, die da sich irgendwie wehren? Gibt es von Seiten der Linken oder von anderen, von der gewerkschaftlichen Ebene, gibt es da Unterstützung? Was macht ihr da? Ja, es ist also auf jeden Fall erstmal so, dass ich würde das noch ein ganz bisschen anders sehen, wie der Peter das dargestellt hat. Also die Grenzöffnungen in der EU, die haben erstmal die Fleischindustrie stark gemacht. So hatten die Zugriff auf die Arbeitskräfte, die sie ja hier in Deutschland nicht mehr gefunden haben. Denn die Deutschen waren nicht mehr bereit, im Schlachthof zu arbeiten. Und das hat eben letztendlich auch zu diesem extremen Wachstum und zu dieser extremen Macht geführt, die die Fleischindustrie jetzt hat. Die exportieren über 50% mit einem wahnsinnigen Gewinnanteil dabei. Und das ist in den 90er Jahren überhaupt gar nicht der Fall gewesen oder in den 80er Jahren. Da war die Situation natürlich auch schon extrem. Aber das hat sich ja alles noch gesteigert. Und zwar um ein Vielfaches. Ja, wir haben natürlich hier schon Kontakt auch zu Werkvertragsarbeitern. Ich bin seit ein paar Tagen hier zum Beispiel auch wieder mit einer Frau in Kontakt, mit der schreibe ich auf Facebook, auf Rumänisch. Ich nehme dann halt immer einen Online-Übersetzer zur Hilfe, weil ich selber kein Rumänisch spreche. Manchmal klappt das dann auch auf Italienisch oder auf Englisch. Wir haben, wenn wir unsere Aktionen gemacht haben und unsere Stände gehabt haben in der Stadt, häufig mit Werksvertragsarbeitern gesprochen, haben die dann halt versucht, weiter zu vermitteln an die Leute von den verschiedenen Vereinen in Reda Wiedenbrück, die da direkten Zugriff auch haben und versucht haben, denen zu helfen. Allerdings ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Denn sobald es darum geht, dann doch mal die Telefonnummer, die eigene Telefonnummer preiszugeben oder mal dabei zu sein und mal auszusagen, ja, dann ist mir persönlich halt immer so gegangen, dass die Leute sich dann nicht mehr zurückgemeldet haben. Und wir dann am Ende keine oder kaum Beweismaterial hatten. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht hat allerdings schon eben auch mit Hilfe von ein paar rumänischsprachigen Unterstützern das geschafft, doch auch Aussagen von Werkvertragsarbeitern zu bekommen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Ja, die Schwierigkeiten, da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu organisieren, die erscheinen mir naheliegend.
Peter, was hast du da für, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Gibt es gewerkschaftliche Orientierung? Macht die NGG da was? Oder wenn Camilla anspricht, diese Initiative gegen Arbeitsunrecht, was wäre aus deiner Sicht eigentlich eine Möglichkeit, um dort einzugreifen? Also Jörg, ich würde gerne nochmal, oder auch Camilla, ich würde gerne nochmal was zu dieser Migrationsfrage sagen, weil du hast ja gefragt und ich habe es, glaube ich, nicht beantwortet. Ja klar, Migration spielt eine entscheidende Rolle und was auch eine entscheidende Rolle spielt, und das muss in der ganzen Diskussion über Werkverträge eigentlich auch berücksichtigt werden, ist die Erpressbarkeit der Menschen aus Migrationszusammenhängen aus unterschiedlichen Gründen, nämlich einerseits, weil oft kein voller Anspruch auf Lohnersatzleistungen besteht. Da gibt es ja die Regelung, dass man ein halbes Jahr hier gearbeitet haben muss, um Ansprüche zu erwerben. Das heißt, die Leute stehen mit nichts da, wenn sie diese ausbeuterische Tätigkeit aufgeben, zum Teil zumindest. Und das andere ist das Fluchtmigrationsregime. Das beinhaltet, dass die Leute seit dem sogenannten Integrationsgesetz von 2016 eben im Grunde genommen arbeiten, einer Erwerbsarbeit, welcher Art auch immer, eben nachgehen müssen, um den Aufenthalt zu verstetigen. Also das ist auch ein Problem. Das ist sehr wichtig, also auch was Camilla gesagt hat, ist sehr wichtig, weil sonst versteht man nicht, dass diese arbeitsbeschäftigungspolitischen Maßnahmen nur begrenzt wirksam sind. So, das vielleicht zu dieser Frage. Dann zur Frage der Organisierung. Ja, es gibt wenig deutsche Initiativen, sage ich jetzt mal, die Kontakt haben, selbst die solidarisch sind, die regelmäßigen, kontinuierlichen Kontakt haben zu Arbeiterinnen und Arbeitern. Das wichtigste Moment von so einem regelmäßigen Kontakt und von Unterstützung sind eigentlich die Beratungsstellen. Das heißt, die Arbeitslosen-Selbsthilfe in Oldenburg macht eine sehr gute Arbeit, auch teilweise mit Leuten, die in mehreren Sprachen kommunizieren können, macht aber eher eine Sozialberatung und faire Mobilität und faire Integration, was ja teilweise eben auch gewerkschaftsnahe Einrichtungen sind, die haben auch eigentlich gute Kontakte. Es gibt relativ viele tatsächlich auf der Ebene Klagen von Leuten wegen Lohnbetrugs zum Beispiel. Also kann man in der Zeitung nachlesen. Wir haben auch mal so eine Tageszeitungsrecherche gemacht. Das gibt es relativ häufig. Das Problem mit diesen Klagen ist nur, und auch mit der Sozialberatung, dass das eigentlich immer erst stattfindet, wenn die Leute schon aus dem Betrieb raus sind. Und ich glaube, also mein Eindruck aus Gesprächen auch mit Kolleginnen und Kollegen aus Beratungsstellen, und auch mit rumänischen, jetzt in diesem Fall rumänischen Arbeiterinnen, sind ja jetzt, erscheint es so, als ob es nur rumänische Arbeiterinnen gibt, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist, dass die ganze Diskussion um die Corona-Krise dazu geführt hat, dass die Empörung, die sowieso schon da ist bei den Leuten, über die Ausbeutungsverhältnisse noch größer und noch artikulierter geworden ist. Und was mir in den letzten Gesprächen aufgefallen ist und was vielleicht so ein bisschen optimistisch stimmen kann, also wilde Streiks gibt es immer, die sind nur weitgehend unsichtbar. Also mit der Forderung nach Lohnerhöhung, nach besseren Arbeitsbedingungen und so. Ne? Aber was jetzt neu ist, ist, dass die Leute auch ganz umfassend informiert sind über ihre Möglichkeiten und durchaus auch einen Kontakt etablieren zu so Gewerkschaften, NGG und so weiter. Und man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es nur Leute sind, die 3 Monate hier sind, sondern das ist ganz polarisiert und unterschiedlich. Es gibt Leute, die 2 Wochen in Deutschland arbeiten und dann die Schnauze voll haben, auch verständlicherweise, und was anderes machen. Und es gibt Leute, die wir interviewt haben, sind schon 8 oder 10 Jahre da. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und so eine Verstetigung, das wäre sehr wichtig. Solange es so ist, dass die Beratungsstellen die entscheidenden Instanzen sind, wird man immer das Problem haben, dass es mit der betrieblichen Organisation schwierig ist, weil die Leute kommen dann eben erst immer zu den Beratungsstellen, wenn sie Fragen haben, wie sie aus dem Betrieb rauskommen im Prinzip oder nachdem sie aus dem Betrieb raus sind. Die NGG spielt so eine Rolle von so einer Art NGO, unterstützt die Leute, so Leute wie Matthias Brümmer, die machen schon sehr gute Arbeit, aber die betriebliche Verankerung ist vor allen Dingen bei den Kernbelegschaften vorhanden. Und die Kernbelegschaften, die sind eine kleine Minderheit in der Fleischindustrie. Und das ist, glaube ich, noch eine offene Frage, die man mal ernsthaft diskutieren müsste, wie ausgehend von der Organisierung in den Kernbelegschaften vielleicht eine Organisierung auch der sogenannten Randbelegschaften verstetigt werden könnte. Das ist aber meines Erachtens ein großes, ungelöstes Problem. Wir haben ja jetzt nicht zu Tönnies gearbeitet. Ne? Wir waren im Oldenburger Münsterland und haben unser Projekt ist vom Land Niedersachsen finanziert worden und haben zu fast allen anderen Firmen gearbeitet.
Aber ich vermute mal, Camilla, dass es bei Tönnies auch so eine ähnliche Struktur ist zwischen Kernbelegschaft und Randbelegschaft. Aber da weißt du sicher mehr drüber als ich. Ja, der darf ich? Ich höre dich gerade nicht, Jörg. Ja, du darfst. Ja. Ja, es ist natürlich so, dass wir hier in Gütersloh also schon wissen, dass wir mindestens 4.000 Werkvertragsarbeiter bei Tönnies haben. Vermutlich sind es wesentlich mehr. Die Zahlen in der letzten Zeit, die waren so ein bisschen schwummerig. Als es um die Erhöhung ging, da hieß es dann immer, ja, also Arbeitsplätze werden dadurch nicht neu geschaffen. Die Wahrheit ist aber jetzt, dass im Augenblick so aussieht, als wenn viel, viel mehr Werkvertragsarbeiter dort arbeiten, als uns überhaupt bekannt ist. Und dann würde ich ganz gerne noch mal was zu den Gewerkschaften und zu den karitativen Einrichtungen und Beratungsstellen sagen. Es ist schon so, dass die in dem Moment wirklich nichts nützen, wenn die Leute sich überhaupt nicht trauen oder überhaupt nicht die Kraft haben, dorthin zu gehen. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Das sind die schlimmsten Jobs, die schlimmsten Arbeiten, die die Menschen da machen müssen. Die Arbeiten in einem Schlachthof sind widerlich, ekelhaft und abstoßend. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und deshalb gibt es ja auch kaum noch Leute hier bei uns, die solche Arbeiten machen wollen. Und deswegen ist dann eben dieser Zugriff auf die Leute dann da, die eben oftmals in den größten Fällen, in den meisten Fällen überhaupt die deutsche Sprache nicht kennen, die deutschen Gepflogenheiten nicht kennen und das auch dann unwahrscheinlich lange dauert, bis sie verstehen, an wen die sich wenden können oder überhaupt ihre Situation mal realisieren, was hier überhaupt abläuft und was hier passiert mit denen. Also uns ist bekannt, dass die Menschen hier mit bis zu 7 Leuten auf einem Zimmer wohnen und sich sogar die Betten teilen müssen. Das heißt also schichtweise nacheinander in den Betten schlafen. Ne? Und das ist ja meistenteils noch nicht alles. Die Wohnungen sind runtergekommen. Wir kennen Bilder von Schimmel, von Kakerlaken und Müllansammlungen. Ne? Das ist sehr eindrucksvoll. Die Vermietung von etwa Schrottimmobilien, habe ich mir sagen lassen, ist da sozusagen der zur Fleischindustrie, zu Tönnies dazugehörige Part, quasi alte Bauernhöfe oder alte schrottreife Immobilien an diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Höchstpreisen zu vermieten und zu engen in engen Räumlichkeiten. Ich habe jetzt ein paar Rückmeldungen aus Facebook, die Thomas vortragen würde, wo vielleicht auch ihr beide, Peter und Camilla, ihr dazu noch was sagen könnt. Das sind Kommentare. Thomas. Ja, genau. Also auf Facebook kann ich sagen, wird auf jeden Fall sehr lebhaft diskutiert und die Zustände in der Fleischindustrie auch ziemlich als skandalös empfunden. André Mühr sagt, Tönnies und andere Schlachthöfe müssen geschlossen werden. Dann gibt es einen von Friedhelm Felsmann einen Hinweis, auch zu der ganzen Debatte, die wir jetzt hier auch hier hatten. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass die Arbeitsbedingungen so schlecht sind? Und er schreibt, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung wurde von der GroKo und da von der SPD mithilfe von Lobbyisten aus der Wirtschaft, den Konzernen, rechtlich ausgehandelt und das zum Negativen von den Mitarbeitern. Es war die Regierung, welche die Werkverträge sowie Sub-Sub-Unternehmen in der EU bewusst zugelassen hat. Und dann vielleicht auch nochmal ein weiteres Statement von Ellen Hölscher, uralt, und das gilt auch für das Baugewerbe und die Pflege. Er sagt, solche Arbeitsbedingungen gibt es auch in anderen Branchen. Genau, also jetzt nicht nur über die Schlachthöfe sprechen, sondern die Werkverträge müssen überall weg. Also das sind also einmal die Frage des Schließens ist der von Schlachthöfen ist jetzt hier aufgekommen. Dann ein Hinweis dazu, dass es rechtliche Veränderungen gab, dass solche Sub-Sub-Konstrukte und Werkverträge möglich sind. Und da der Hinweis auf die Rolle der Großen Koalition der SPD und natürlich nochmal ein kurzer Seitenblick auch auf andere Branchen. Soweit ist erstmal 3 Einblicke in die Diskussion auf Facebook. Also ihr hört, es gibt einerseits sehr viel Empörung über die Arbeitsbedingungen,
Die Frage ist natürlich, und da kommt ihr jetzt auch ins Spiel, die Frage ist natürlich, was können wir tun? Was kann die Politik tun? Was können die Leute selber tun? Was können aber auch wir tun? Müssen die ganzen Dinger geschlossen werden? Oder geht es darum, bestimmte Arbeitsverhältnisse so stark und streng zu regulieren, dass es gute Arbeit ist, das, was eine gewerkschaftliche Forderung ja schon immer ist? Was meinst du, Peter? Was meinst du, Camilla? Ja, wer soll zuerst antworten? Ich antworte natürlich gerne zuerst. Aus Tierschutzgründen sage ich natürlich Schließung aller Schlachthöfe. Das ist natürlich ganz klar. Aber auch aus menschlicher Sicht muss ich sagen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sind das die allerschlimmsten Bedingungen in den Schlachthöfen, die allerschlimmsten Jobs. Und ich weiß das eben auch aus dem privaten Bereich. Ein Familienmitglied von mir hat 2 Jahre in einem Schlachthof gearbeitet. Und da eben auch direkt an der Stelle, wo es dann eben um die Tötung der Tiere geht. Und dass ich weiß, wie belastend das sein kann und dass das wirklich auch ganz schlimme und gravierende Auswirkungen auf die auf das menschliche Gemüt haben kann. Und das bestätigen mir eben auch viele Arbeiter und Arbeiterinnen. Ja, viele fangen an zu trinken und haben psychische Probleme und können diese Arbeit überhaupt nicht länger machen. Also man muss sich schon Gedanken darüber machen, warum es immer noch sein muss, dass wir diese Industrie immer noch unterstützen. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen. So viele bessere Alternativen. Die Nutztierindustrie ist natürlich auch ein ganz gravierender Aspekt in der Klimakatastrophe, ja, und mit dafür verantwortlich, dass wir auf die Klimakatastrophe zusteuern. Das heißt, je weniger wir Fleisch nutzen und je weniger wir Land in Anspruch nehmen für Futtermittel, desto mehr schonen wir natürlich auch die Umwelt. Wir schonen unsere Artenvielfalt. Das heißt, wenn wir natürlich in dem so weitermachen wie bisher und eben dann das auch noch für den Export, ja, das wäre sowieso der erste Punkt, den wir uns wirklich auch mal als Partei überlegen sollten. Sollen wir das weiterhin unterstützen? Also unsere Forderung ist da ganz klar eben auch von der Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutz, diese 50% Export, wenn wir uns die schon schenken könnten, wenn wir das fordern, diese zu verbieten, dann wären wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Camilla, was meinst du, Peter? Was sind aus deiner Sicht die entscheidenden Punkte, um da zu Verbesserungen zu kommen von der Politik? Ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, der eine Teilnehmer am Chat recht hat und dass man eine Sache sehr stark betonen muss, nämlich dass die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie nicht untypisch sind für viele Bereiche, vom Paketzusteller bis zum Picker und Packer bei Amazon bis zu, keine Ahnung, ich will jetzt keine unendliche Aufzählung machen, in denen prekäre Arbeiterinnen und Arbeiter zu sehr unwürdigen Bedingungen beschäftigt werden. Das ist sozusagen die eine Seite. Das heißt, diese Frage, kann man eigentlich diese Diskussion ausweiten, jetzt strategisch auf eine Diskussion über Zurückdrängung von solchen prekären Beschäftigungsformen generell, Werkverträge, Leiharbeit, und kann das auch nachhaltig bestehen in der Fleischindustrie, also solche Regulierung, was ja bisher überhaupt nicht der Fall war mit dem, was bisher versucht wurde, die ist total wichtig für die Gewerkschaftsbewegung, auch für die Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung insgesamt. Wir haben in unserem Forschungsprojekt, und das möchte ich auch nochmal vielleicht dazu sagen, aber nicht nur Leute getroffen, die so jetzt charakterisiert werden können, wie Camilla das angedeutet hat, dass die Interviews, die wir gemacht haben, sind vielmehr zu einem größeren Teil auf Deutsch gelaufen. Und außerdem ist es durchaus so, dass viele von den Arbeiterinnen und Arbeitern da Abitur haben, teilweise eine Hochschulbildung. Es ist schon ein bisschen klischeehaft, die als so völlig wehrlos und unausgebildet darzustellen. Und das ist auch deswegen falsch, weil man so natürlich nie Kontakt bekommen wird zu den Leuten und nie gemeinsam mit denen
auch was aufbauen können würde. Also wenn das nur wehrlose Opfer sind, werden sie sich auch nie wehren. Und was wir sehen ist, dass die Arbeitsmarktsituation, auch jetzt so die sozialmoralische Empörung, es gab ja zum Beispiel diesen Streik in Bornheim, also das waren Erntearbeiter, aber es gibt eigentlich auch keine Fleischindustriearbeiter im engeren Sinne, sondern die Leute arbeiten oft in unterschiedlichen Jobs und sind nicht spezifisch jetzt in der Fleischindustrie beschäftigt. Wir haben gesehen, dass solche Perspektiven auch entstanden sind. Wir haben selbst in unserem Projekt auch mehrere Kolleginnen und Kollegen getroffen, die von ähnlichen Aktionen berichtet haben. Und ich glaube, da ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man die Vorstellung vom Streik vielleicht mal ein bisschen erweitern müsste und solche Arbeitskämpfe auf so einer lokalen, betrieblichen Ebene, die im Prinzip nach dem deutschen Streikrecht ja illegal sind, auch mal zur Kenntnis nehmen müsste und Formen finden müsste, wie die sich auch anders vernetzen können. Das wäre aus meiner Sicht ein ziemlich wichtiger Punkt, um auch sozusagen nicht nur in diesem Bild zu beharren, Schlachthöfe schließen, die Leute sind Opfer, können sich nicht wehren, weil das ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit, wenn man über die Fleischindustrie redet, tatsächlich. Das versuchen wir seit Jahren immer wieder zu betonen, aber bisher haben wir da in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht so richtig viel Anklang gefunden. Nachfrage, die Eingriffe etwa in so, sag ich mal, Nebenprobleme, zunächst mal erscheinbare, nämlich Unterkunft, Gesundheitsschutz, du hast Arbeitszeitregelungen angesprochen. Was kann die Politik da tun? Was können wir da tun? Wo können wir da auch als, ich nenne es jetzt mal, wir sind ja hier in einem Parteientalk, was kann die Linke da tun? Worauf soll sie sich fokussieren, wenn es darum geht, dort zu Verbesserungen zu kommen, aus deiner Sicht? Also der Kampf um Wohnraum ist ein allgemeiner Kampf. Im Oldenburger Münsterland ist es so, in Oldenburg sowieso und im Oldenburger Münsterland ist es so, dass es einen absoluten Wohnraummangel gibt. Und es gibt einen allgemeinen Kampf gegen die Verwertung von Wohnraum, gegen teuren Wohnraum, gegen Wohnraumverknappung. Und ein Teil dieses Kampfes ist aus meiner Sicht der Kampf gegen diese unwürdigen Unterkunftsverhältnisse, die auch nicht alle betreffen, aber einen großen Teil tatsächlich. Und da gebe ich Camilla recht und auch dir, Jörg, von Leuten, die in diesen Werkvertragsverhältnissen arbeiten oder in Leiharbeitsverhältnissen oder überhaupt in Migrationsverhältnissen arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und auch da wäre es dann eben wichtig, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Der zweite Punkt ist ein migrationspolitischer Punkt. Also das habe ich auch vorhin schon angedeutet. Also ich meine, Kämpfe gegen Rassismus sind ungeheuer wichtig, auch heutzutage, auch im Zusammenhang oder früher auch schon, aber heutzutage noch akzentuierter, auch im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen, weil wenn die Leute weiterhin derart restringierte Aufenthaltsbedingungen haben, wir haben in einem anderen Betrieb bei Amazon Leute interviewt, die hatten einen unbefristeten Vertrag von Amazon, aber leider nur noch einen Aufenthalt von einem halben Jahr. Das bedeutet natürlich automatisch auch was für die Arbeitsbeziehungen. Und solche Strukturen gibt es auch in der Fleischindustrie ganz häufig. Und wenn man jetzt die Betriebe nicht schließen würde oder wenn da diese Forderung keinen Erfolg hat, würde es die auch in ein paar Jahren noch geben, und zwar selbst unter der Bedingung von Direktbeschäftigung. Naja, und der dritte Punkt, na klar, also da würde ich sagen, auch der Kampf gegen, das habe ich ja schon angedeutet, auch der Kampf gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, das ist ja nichts Typisches, Migrantisches, Rumänisches, Polnisches, das ist auch was allgemein in der Gesellschaft von totaler Bedeutung ist. Und es wurde ja zu Recht gesagt, dass Werkverträge nicht vom Himmel fallen, sondern von politischen Entscheidungen abhängen und dass dieses ganze System prekärer Beschäftigung, Kinderentsendung über die Werkverträge, über Leiharbeit, das ist politisch geschaffen worden in den letzten 20 Jahren. Und natürlich insofern auch politisch wieder zurückzudrängen und das, ich glaube, es muss ganz oben auf der Agenda sein, eben diese Punkte zu verbinden. Was jetzt besonders an migrantischer Beschäftigung ist, möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, ist, dass sie oft aufgrund der Lebenssituation der Leute all diese Punkte umfasst und dass man nicht so richtig trennen kann zwischen ich habe einen Konflikt auf der Arbeit, ich habe einen Konflikt im Wohnraum. Also oft haben die Leute Konflikte auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und das macht die Organisation natürlich schon schwierig, aber auch interessant, weil einer der alten Prinzipien der Arbeiterinnenbewegung war ja tatsächlich, dass man versucht hat, nicht nur im Betrieb aktiv zu sein, sondern auch außerhalb des Betriebes. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei diesen Auseinandersetzungen. Danke, Camilla. Danke, Peter. Ich sehe jetzt auch noch gerade im Chat gibt es auch noch mal eine Wortmeldung von Nuria, die noch mal ganz sehr stark macht die Bitte darum, bei den gewerkschaftlichen Kämpfen verschiedene Punkte mitzudenken. Zum einen
auch die unorganisierten, die migrantischen Kämpfe, auf keinen Fall das auseinander zu dividieren in Kernbelegschaften und andere oder gar noch in solche, die vielleicht für uns gar nicht so sichtbar sind. Peter hat ja von diesen unsichtbaren wilden Streiks gesprochen, die es ja in der Bundesrepublik sehr häufig gibt und niemand redet darüber. Warum? Weil wir ein Streikrecht haben, was diese Streiks unsichtbar macht, auch juristisch, aber natürlich auch dann gesellschaftlich. Camilla wollte jetzt noch mal kurz was sagen und dann würde ich abschließen. Camilla. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir mit unseren Forderungen da nicht zu oberflächlich und nicht weitreichend genug agieren. Denn wenn wir das migrationspolitisch mal betrachten, ist es ja so, die Menschen, die hier zu uns arbeiten kommen, die können dann nicht zu Hause sein. Ja? Die können ihre Familien nicht betreuen, die können nicht dabei helfen, in ihrem Heimatort zum Beispiel eine Struktur aufzubauen. Ja? Und ich habe das selber alles schon in meiner eigenen Familie erlebt, mit einem Teil meiner Familie, die eben auch migriert ist nach Deutschland in den 60er Jahren aus Italien. Und da ist es natürlich immer die Frage, was machen wir damit und wie packen wir diese Sache an? Und ich finde, nur Gewerkschaftsarbeit voranzutreiben und Gewerkschaften zu unterstützen, halte ich für nicht weitreichend genug. Außerdem ist die Fleischindustrie, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ein großer Faktor, wenn wir die Klimazerstörung betrachten. Okay, also wir sind da jetzt an der Stelle bei Camilla noch bei weiteren Punkten drin, nämlich zum einen, wie ist die ökologische Frage damit zu verbinden und zum zweiten, wie gehen wir auch damit um, dass Menschen überhaupt migrieren müssen. Andererseits ist wiederum die Frage natürlich, wenn sie hier sind, sind sie hier. Und insofern brauchen wir ein Angebot. Viele Fragen, die offen sind. Ich will das alles für euch erstmal so stehen lassen. Wir werden das auf jeden Fall weiter diskutieren. Ich bedanke mich bei dir, Camilla. Ich bedanke mich bei dir, Peter, für diesen spannenden Talk und auch für diese Rückmeldungen, die es gab. Ich will nicht versäumen, die nächste Woche anzukündigen, denn wir machen sowas ja immer wöchentlich. Selbe Stelle, andere Zeit, nämlich 19 Uhr, eine Stunde später. Ich habe für diesen nächste Woche Talk den Titus Schüller eingeladen. Titus ist Stadtrat in Nürnberg und in Nürnberg ist etwas ganz Cooles gelungen, finde ich. Deswegen stelle ich den Titus hier vor, nämlich es wird dort einen Bürgerentscheid darüber geben, ob man in Zukunft in Nürnberg fast kostenfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Ich freue mich drauf für nächste Woche. Vielen Dank an euch beide, Camilla, vielen Dank an dich, Peter. Tschüss. Tschüss.